Herzlich willkommen zu diesem Video. Nachdem der Bitcoin gestern ein neues Allzeithoch ausbauen konnte, ist das für uns natürlich Grund genug, den Chart nochmal genauer zu beleuchten. Es ist einige Monate her, dass wir hier auf YouTube eine Analyse zu Bitcoin, auch zu Ethereum veröffentlicht haben. In der Zwischenzeit ist natürlich sehr, sehr viel passiert. Wir haben es damals schon angekündigt, dass der Bitcoin auf dem Weg ist zur 100.000. Und die Frage steht natürlich immer noch im Raum, kann er das schaffen? Wenn ja, wann? Das ist eines der Themen, was wir heute beleuchten wollen. Der Bitcoin hat natürlich durchaus einen starken Rückenwind erhalten durch die Zulassung der ETFs in den USA, durch BlackRock und Grayscale und andere. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Meldung gewesen und hat, wie gesagt, dem Kurs Rückenwind gegeben. Allerdings ist das ein bisschen ein Wermutstropfen für uns hier, vor allen Dingen in Europa und speziell in Deutschland, weil wir eben diese ETFs von BlackRock beispielsweise hier noch nicht handeln können. Sie sind hier noch nicht zugelassen, aber hier schafft womöglich die deutsche Börse Abhilfe. Sie hat angekündigt, sie möchte eine Krypto-Plattform initiieren. Das ist schon im Gange, allerdings auch hier noch ein Fragezeichen für uns Privatanleger. Das ist eine Plattform, die zunächst für institutionelle Anleger vorbehalten ist. Die Frage stellt sich natürlich dann in der Folge, ob die deutsche Börse dieses Thema ausweiten wird und auch zugänglich machen wird für uns Privatanleger. Das wäre sehr wünschenswert. Dann hätten wir eben neben Coinbase und anderen Plattformen eben noch eine andere Plattform, vor allen Dingen hier in Deutschland, die sehr sicher ist. Und das ist ja eines der Hauptthemen, die nach wie vor im Kryptosektor negativ sind, nämlich eben die mangelnde Sicherheit wird oft kritisiert. Es sind nicht regulierte Plattformen, das hat auch Vorteile natürlich, aber wir sehen hier ganz klare Nachteile, weil sehr, sehr viele Anleger, die gerne in diese Assets investieren würden, tun das aktuell noch nicht. Und das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn die deutsche Börse hier eine Plattform schaffen würde, die ein hohes Vertrauen genießt und so eben die Möglichkeit bietet, auch für uns Privatanleger stark in diese sehr starken Märkte zu investieren. Der Bitcoin, wie gesagt, hat ein neues Allzeithoch ausgebaut. Was uns hier sehr, sehr gut gefällt, ist nicht nur, dass er sich aktuell sehr gut, wie in der letzten Zeit überhaupt, an unsere Prognose gehalten hat. Das ist übrigens etwas, was ihr nachprüfen könnt, einmal durch das Video, was ich euch hier einblende. Das ist allerdings lange her. In der Zwischenzeit ist sehr, sehr viel passiert. Wir haben viele Analysen der Zwischenzeit bei uns auf der Plattform veröffentlicht. Dort könnt ihr das noch besser nachprüfen, wie gut unsere Analyse funktioniert. Ihr könnt den Service von uns völlig kostenlos ausprobieren. Schaut vorbei, meldet euch an. Ihr könnt nachprüfen, was wir hier erzählen, wie gut eben unsere Analyse funktioniert. Und zudem würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr hier ein Like hinterlasst oder noch besser unseren Kanal abonniert und uns helft, den Kanal zu verbreiten. Jetzt aber gehen wir in den Chart, schauen wir uns den Bitcoin ganz genau an. Was ist aktuell der Status des Bitcoins? Was können wir kurz-, mittel- und langfristig von diesem wunderbaren Asset erwarten? Gehen wir in die Charts. Gehen wir zunächst ins Detail. Das ist der 8-Stunden-Chart von Bitcoin. Eine Kerze entspricht 8 Stunden. Das wird uns hier an der Stelle einmal ausreichen. Hier möchte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen. Wir haben dieses Tief hier, das hatten wir damals für sehr, sehr relevant gehalten. Das haben wir antizipiert, da haben wir diese violette Box rechtzeitig eingetragen, damit hier nochmal Mitglieder von uns tätig werden können. Wir haben gesagt, der Kurs wird hier stark nochmal ansteigen, bis mindestens hier rein in die rote Box. Das hat der Kurs auch super erfüllt. Er hat hier ein Hoch hinterlegt und jetzt stellt sich hier die Frage im kurzfristigen Bild, hat dieses kleine Tief hier schon ausgereicht, um diese Welle 4 hier abzuarbeiten, eben hier an dieser Stelle? Oder wird es so laufen, dass der Kurs hier nochmal deutlich nach oben laufen kann, eben zwischen den Bereich hier in die rote Box hinein, zwischen 68,850 und 72,798. Das ist ein sehr guter Bereich für eine korrektive Gegenbewegung. Das ist auch aktuell unsere Prognose. Wir glauben, dass der Kurs hier nochmal reinkommt, hier in diese rote Box und von dort nochmal einen finalen Ausverkauf startet, bis in diese violette Box zwischen 57,220 und 50,25, um dann von dort hier nochmal ganz stark nach oben zu laufen, bis hier in diesen Bereich zu dieser roten Box zwischen 82,231 und 100.307.
56 Dollar. Das wäre natürlich sehr schön, wenn es dem Bitcoin hier gelänge, direkt eben die 100.000 zu knacken. Also die Frage stellt sich nicht, ob der Bitcoin die 100.000 schafft, sondern die Frage ist, wie und wann er es schaffen wird. Wir halten eben an der Prognose fest, dass es dem Bitcoin definitiv gelingen wird, diese Kaskade hier oben zu erfüllen und eben auch die 100.000 zu erreichen. Das wird aber nicht das Ende sein, im Gegenteil. Wir erwarten dort zwar ein sehr markantes Hoch, es kann hier nochmal zu einer starken Korrektur kommen, zu einem starken Ausverkauf. Wir erwarten hier eben ein Hoch der Welle 1, darauf folgt die Welle 2. Das wird nochmal sehr, sehr tief kommen. Das kann durchaus nochmal deutlich unter 50.000 fallen, der Kurs. Das ist natürlich erstmal vielleicht heftig, aber es bietet natürlich dann die Möglichkeit, hier oben nochmal Gewinne mitzunehmen und hier unten nochmal stark zu investieren. Warum? Ganz einfach, weil der Kurs dann nochmal sehr stark nach oben läuft. Das ist langfristig, das zeige ich gleich auf dem übergeordneten Chart, sogar ein Vorteil, wenn wir hier nochmal eine 1-2-Bewegung abarbeiten. Das bringt dem Kurs einfach eine gewisse Erholung und durch diese Erholung eben in der Folge wesentlich mehr Kraft auf der Oberseite. Das heißt, wir können uns dann darauf verlassen, dass der Kurs deutlich über 100.000 langfristig notieren kann. Es gibt hier auch eine Alternative. Und zwar ist diese 72.798 insoweit sehr wichtig, wenn dieses Level jetzt in der Aufwärtsbewegung überschritten wird, dann ist diese B technisch nicht mehr möglich. Es gibt eine Welle B, kann nicht ins Unendliche nach oben laufen, sondern es gibt hier auch eben Maximalziele und das ist das Maximalziel. Wenn es dem Kurs jetzt direkt gelingt, hier drüber zu laufen, dann wird der Kurs hier, dann war das die 4 hier, dann hat ihm das vollkommen ausgereicht. Das ist ein absolutes Mindestziel. Hier muss man sagen, das ist aber eben dem Marktgeschehen aktuell geschuldet. Es ist sehr viel Euphorie im Markt. Insofern können wir uns schon vorstellen, dass das hier auch gelingt. Dann würde eben der Kurs direkt hier hochlaufen bis in den Bereich eben dieser roten Box und eben dort das Hoch hinterlegen. Das wär, der einzige Unterschied wäre, dass das eben schneller vollzogen würde. Eben dieser Umweg hier unten würde ausfallen. Gleich viel wird die Prognose hier auch eintreten. Es wird einfach nur schneller gehen. Und was bedeutet das langfristig für uns? Hier ist es so, wenn wir hier einmal eben dieses Detail hier ignorieren und sagen, okay, entweder läuft er eben hier nochmal auf diese Box oder direkt hoch, das überspringt. Bringen wir hier im übergeordneten Bild, weil hier gibt es auch nochmal eine andere Variante, die durchaus möglich ist, weniger wahrscheinlich als das, was wir in der Prognose vorsehen. Also nochmal ganz kurz rekapitulieren, entweder ist dieses Tief hier ausreichend oder es wird hier nochmal eben zu einem Rücksetzer kommen, vielleicht nachdem der Kurs eben diese rote Box hier erreicht, zwischen 57.220 und 50.25, dann erwarten wir, wie gesagt, einen sehr starken Anstieg oder eben direkt bis in diese rote Box zwischen 83.231 und 100.3756, idealerweise hier bei 92.258, das ist ein sehr ideal, also ist ein Idealziel eben für diese letzte Aufwärtsbewegung, das gilt allerdings nur, wenn wir eben von hier aus rechnen und nicht von hier aus, wenn es von hier aus direkt hochgeht, dann ist die 100.000 sehr, sehr wahrscheinlich, dass das direkt erreicht wird. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, weil hier oben eben Gewinne mitgenommen werden können, eben in einem hohen Bereich. Und dann, wie gesagt, erwarten wir eine sehr starke Korrektur bis hinunter auf die violette Box zwischen 53.875 und 31.913. Das ist eine harte Ansage. Es reicht hier natürlich auch das Mindestziel hier. Das muss man dann sehen. Das können wir dann in der Folge, wenn wir in die Abwärtsbewegung gehen, können wir relativ früh sagen, wie weit der Kurs höchstwahrscheinlich nochmal ausfällt. Verkaufen wird, aber grundsätzlich bei großen Bewegungen macht der Bitcoin eigentlich weniger die Mindestziele, sondern eher die Normal-Idealziele und das wäre hier eben im Bereich ungefähr bei 44.000, 45.000 Dollar. Und dann, wie gesagt, kann der Kurs nochmal ganz stark ansteigen. Wenn diese 1, 2 hier greift, dann wird die stärkste und längste Welle 3 hier anheben oder man müsste sagen abheben. Langfristig sind dann Kurse im Bereich von 170.000 Dollar drin. Das ist auch eine Ansage, aber wie gesagt, der Bitcoin belehrt uns ja immer eines Besseren. Er ist ein starker Markt und das unterstreicht er eben durch die jüngste Bewegung. Jetzt, ich habe es erwähnt, es gibt die Alternative. Das ist das, was wir, das könnt ihr nachprüfen übrigens in unserem letzten Video, im Langfristchart haben wir gesagt, das ist die Welle 3 hier, die hier im Gange ist. Das gehe ich mal ganz kurz in die Vergangenheit. Wir haben hier ein großes 1-2-Setup, hat der Bitcoin hier ausgebaut.
und er befindet sich jetzt in dieser Welle 3 und die Frage, die sich hier stellt, ist, macht er nochmal eine 1, 2, 3, 4, 5, um eben bei ungefähr 170.000 erst diese 3 hier zu vollenden, oder zieht er jetzt hier, wenn er hier sich befangen kann, direkt hier durch, und das ist das Mindestziel für diese Welle 3, das ist auch ganz wichtig, nämlich die 115.000, der Bereich ideal liegt auch zwischen 115.000 und 125.000, das müssen wir sehen, wenn der Kurs hier hochgeht und hier deutlich nach oben läuft und eben, wie gesagt, mindestens die 115.000 erreicht, dann können wir davon ausgehen, dass es schon die Welle 3 ist. Das präferieren wir nicht, eben aus den besagten Gründen. Dann würde zwar nur eine kürzere Zwischenkorrektur folgen, die deutlich höher liegen würde als diese Korrektur, aber dann wäre sozusagen hier die Luft nach oben nicht mehr ganz so stark. Das würde zwar trotzdem dazu führen, dass der Bitcoin hier deutlich über 120, 130, vielleicht 150.000 eben notieren kann, bis er dann die nächste Korrektur ausbaut. Aber wie gesagt, wenn hier nochmal eine 1, 2 kommt, dann können wir davon ausgehen, dass diese Welle 3 deutlich höher kommt und eben, wie gesagt, mindestens bei etwa 170.000 erst rauskommt. Das würde uns insoweit besser gefallen, weil hier haben wir einfach nochmal eine super Möglichkeit, einmal hier Gewinne mitzunehmen, abzuwarten und hier unten nochmal deutlich zu investieren, um diese lange Strecke bis eben 170.000 mitzunehmen. Das ist von $45.000 ja durchaus eine wahnsinnige Strecke, die dem Bitcoin hier bevorstünde. Insoweit können wir hoffen, dass er sich weiterhin an unsere Prognose hält, und so wäre das, wie gesagt, für uns alle höchstwahrscheinlich der beste Fall. All diejenigen, die jetzt sagen mögen, solch starke Anstiege gibt es nur im Kryptosektor, denen sei gesagt, ja, es ist ein außergewöhnlicher Markt, das muss man sagen, das finden wir auch sehr, sehr schön, dass es der Kryptomarkt ist, der hier viele Kritiker alt aussehen lässt, und jetzt sehen wir ja die Entwicklung allseits, dass eben auch große Institutionen sehr stark bestrebt sind, diesen Markt jetzt doch bearbeiten zu wollen, obwohl sie jahrelang behauptet haben, sie wollen das nicht tun. Klar, die Risiken liegen auf der Hand, es ist einiges ist noch unsicher an dieser ganzen Geschichte, aber mit BlackRock, Grayscale und anderen Anbietern, die ETFs auf den Markt geworfen haben, haben wir hier durchaus einige Möglichkeiten jetzt geschaffen, die ein hohes Maß an Sicherheit bieten und diesen Markt noch attraktiver machen. Und jetzt eben, wenn die Behauptung zutreffen sollte, dass das nur im Bitcoin oder überhaupt im Kryptomarkt stattfindet, solche starken Anstiege, denen sei gesagt, das ist nicht so. Wir haben sehr, sehr viele Aktien, auch bei uns im Portfolio, vor allen Dingen im Analyseportfolio, die sehr, sehr stark gelaufen sind. Nvidia ist eine Aktie, die ähnlich stark in den letzten ein, zwei Jahren nach oben gelaufen ist und auch in einer Windeseile ein neues Allzeithoch nach dem anderen ausgebaut hat. Also es ist nicht so, dass es nur auf den Kryptomarkt beschränkt ist, sondern der Aktienmarkt insgesamt ist und bleibt ein sehr, sehr attraktiver Markt. Wir befinden uns übergeordnet eben auch dort in einem Bullenmarkt, auch wenn wir hier durchaus, wie beispielsweise jetzt auch beim Bitcoin zu erwarten ist, eben auf Korrekturen zulaufen. Das ist aber ein Vorteil, wie gesagt, weil wir hier eben nochmal gute Chancen bekommen, wenn die Korrekturen abgearbeitet sind, nochmal einzusteigen und sehr starke Anstiege nach oben mitzunehmen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like, und noch mehr freuen wir uns darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst. Das ist ein Video von Liberty Stock Markets, dein Analysehaus aus München. Mein Name ist Michael Kaiser, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.